Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Airline Tycoon. Ich habe eine Sache vergessen, ich habe nämlich nochmal in den ein oder anderen Guide geguckt. Wir sollten nämlich mal schlichtweg ein bisschen unsere Flugzeuge verbessern. Was sich nämlich auch sehr positiv auf diesen Ruf auswirken dürfte. Verbessere jetzt mal überall das Fahrwerk. Und ach, eigentlich wollte ich noch die Sicherheitssachen. So, und das ist Orlando, dann machen wir New York, London. New York, London. Ich will mich die Route nicht verlieren. Deswegen müssen wir die noch ein bisschen auslasten. War kurz jetzt ein bisschen Fratze. Schauen wir mal, was der Aktienkurs macht. Vielleicht können wir schon wieder zurückkaufen. 7, warte mal. Ja, sagen wir mal, wir kaufen 90% zurück. Ja, das ist mir noch zu teuer, ehrlicherweise. Wir warten noch ein bisschen. Haben wir schon eine Sabotage heute gemacht? Nee. Ja. Etwas. Ich hab. Okay, genug zu tun. Nun gut, dann ist es so. Ach, stimmt, da hab ich schon drauf geboten. Boah, Soul ist ja teuer. Meine Herren, ey. Kurz schauen, wie die Flugroute nach London aus. Ach, London, New York ausgelastet ist, aber ich mache da gerade keine Flüge, ist das Problem. Wow, warum habe ich jetzt so viel Geld verloren? Ach, die Umrüstung. Und Sabotage 5000, ihr Lümmel, warte mal. Ach nee, kann ich ja jetzt nicht. Na gut, ich werde das Geld schon wieder reinkriegen. Oh, wow, wow, wow. Was war da? Nochmal eine andere Umrüstung. Okay, die letzte, die noch fehlte. Na gut. Let's call it a day. 30% der Mitstand, das ist schön. Guten Morgen zusammen. Leider gibt es... Es hat einen Sabotagevorfall bei... Ein Bankkonto. Ich habe unwiderlegbare Beweise, dass... Sehr schön. Sunshine Airways für diesen Vorfall verantwortlich ist. Im Interesse des Images meines Flughafens werde ich Sie nicht anzeigen. Zumindest nicht, wenn Sie eine Strafe an... Phoenix Travel zahlen. Sind Sie einverstanden? Gut. Aber ich warne Sie. Versuchen Sie sowas nicht nochmal. Mhm. Somit beginnen wir mit Sunshine Airways. Umf, Ihre Flugzeug und weiter mit Falcon Lines. Umf, Ihre Flug, dann wird. So, wir haben die Niederlassung bekommen. Auch Fluglässe interessieren mich nicht. So, bei dir. London. Zack. Ihr seid auch soweit ausgerüstet. Ah, noch nicht so ganz. Noch nicht so ganz. Kerosinpreis sinkt langsam wieder. Das finde ich sehr schön. Ausgaben für Sicherheit würden wahrscheinlich unser Image auch pushen. Aber. Ist.
Auftragsanalysten habe ich ja schon. Zeit. Mäßig talentiert, raus. Ich dringend einen Personalberater, weil ich glaube, ich habe zu viele Piloten, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wer wo überflüssig ist. So, hier, du hast 5 Piloten. Brauchst aber nur 2, okay. Durchschnitt raus. Recht talentiert raus. Jetzt wird ihr alle durchgucken, hilft ja nichts, ne? So, Pete Clark, Pete Carsten Alfred, Pete Carsten Alfred, 168, Pete Carsten Alfred, ich muss das vor mich hin murmeln, damit ich es merke. Pete Carsten Alfred, 168. Pete Carsten Alfred, 168. So. Alfred, den behalten wir. Carsten behalten wir, Pete. Weisen wir einem anderen Flugzeug zu. So, jetzt müssten alle noch einsatzfähig sein. Nein! Warum nicht? Ach, jetzt hat der andere 168 einen zu viel, gibt's doch nicht. So, jetzt müsste es aber passen. Hä, du hast doch jetzt 2, erzähl doch nicht. Ach. So, mal kurz gucken. Ob es jetzt passt, das ist so garstig ohne Personalberater. Ah, neue Aktien, sehr schön. Lass doch mal gucken, ob wir da zuschlagen können. 0, sehr schön. Dann kaufe ich doch mal von mir. Von. Ja, von welcher Firma? Außer die. Ja, doch. Ich. So, Rendite wieder auf 25% hoch. Zack. Aber Moment, jetzt sitzt sie in Paris fest. Das ist natürlich. Das finde ich lustig, dass ich den einen da anscheinend abziehen konnte, aber. Zeigen. So, jetzt geht's doch. Mein Gott, was ein Drama. Alter, die holen ja mega auf mit dem Image. Das gibt's doch nicht. Es hat einen Telefonebus. Ich werde so etwas auf. So, ihre von. Dann wir. Gibt's doch nicht. Okay, ich muss New York, London definitiv mehr Auslastung hinkriegen. Das werde ich auch schaffen. Mal die Route ein bisschen bewerben. Und
Aber der hat schon immer schon. Ja, die ist eigentlich gar nicht das Problem. Warte mal. Machen wir jetzt mal so weiter. Habt ihr denn vielleicht heute endlich mal Flüge? Oder habe ich die schon verpasst? Oder macht ihr keine? Nein, ihr macht natürlich wieder keine. Bombe im Büro, okay, das geht schon, das ist schön, warte mal. Dann schauen wir mal, was sonst noch so geht. Ja, gefälschte Presse, bitte, dann habe ich leider kein Geld für. Ja. Ja. Ich glaube, die Startverzögerung, die könnte vielleicht ein bisschen was dazu beitragen, dass der Ruf ein bisschen schlechter ist. Weil eine Bombe im Büro, das hilft zwar, dass die nichts organisieren können, aber mehr auch nicht. Guten Morgen. Nach meinen. Somit beginnen wir mit. Ich habe wieder vergessen, nach Dings zu schauen. Nach irgendwelchen Standorten, aber ich glaube, ich sollte das vielleicht lassen, weil das drückt vielleicht noch aufs Geld und. So, was machen die Aktienkurse? Einfach versuchen, deren Kurse zu verkaufen, um die Kurse ein bisschen zu drücken. Weil die sich leider gerade relativ gut machen. Packt man einfach überall noch eine Stewardess dazu. Vielleicht verbessert das auch nochmal den Ruf. Ach, guck mal, jetzt haben wir Berater. Komm, bitte Personalberater, bitte auch ein sehr guter. Hochbegabt. Okay, ist gut. Stell es nur hochbegabt ein. Einen noch, perfekt. Ich such. Sie haben bereits so einen Berater, allerdings ist der nicht so qualifiziert. Sehr schön. Das mache ich gerne. Okay. So, Gehaltserhöhung haben wir. Haben wir heute vielleicht mal Konkurrenzflüge oder. Bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Also, Gast, man könnte so schön das manipulieren, indem man da Stinkbomben hinwirft. Aber wenn die einfach gar keine Flüge machen, finde ich es einfach lächerlich, dass sie trotzdem einen Ruf haben können. Ja, oder? Ja, die Airline ist total toll. Bist du denn schon mal da mitgeflogen? Nö, die machen ja keine Flüge. Hä? Warum? Komm, machen Feierabend.
okay bei mir. Es wird besser. Guten Morgen. Nach meinen... Somit für... Beginnen wir mit... Ihre... Na, was haben wir jetzt? Bla, bla, bla. Schön Spam. Und das ist 240 Plätze. Du bist voll ausgebucht. Das ist fein. Du genauso. Wunderbar. Dann machen wir kontinuierlich Gewinne. Oh, wir sollten ganz viel Kerosin kaufen. Na, oh, heute hat er natürlich geschlossen. Ist klar. Heute, wo es am billigsten ist. Natürlich wieder kein Flug von euch aus. Oh Mann. Ja. Etwa. Start für. An. Gut. So, in der Hoffnung, dass dadurch der Ruf ein bisschen abschmiert. Apropos abschmieren, der Aktienkurs, der will auch nicht mehr hoch, ne? Gut, ich mal. Kann das damit zusammenhängen, dass ich nur Routen mache? Ja, Mutter, ich habe immer die gleichen Stammgäste. Die sind jetzt permanent voll. Finde ich zwar gut, aber irgendwie bringt mich das jetzt auch nicht so richtig weiter. Um zwei Schleifen gestiegen. Nice. Und natürlich macht er wieder keine Flüge. Voll. Ich glaube, wenn wir die Piloten mal bewerten könnten, was wir leider nicht können, also durch unseren Berater meine ich natürlich, dann sähe die Welt nämlich auch schon wieder anders aus, weil wir dann, je besser die Piloten sind, desto zufriedener sind unsere Gäste. Da könnte man entsprechend auch einiges drehen. Kurz die Temposchraube angezogen. Ich bin einpasst. Wollen wir eine riesige Kampagne? Na, dadurch machen wir nicht mehr Umsatz. Werbung kann ich nicht übel. Ich muss echt noch die anderen ein bisschen weiter sabotieren. Ach, ich habe vergessen, mir bei Kerosin zu schauen. So, Moment. Was kann ich? So, jetzt sind wir ein bisschen in den Miesen. Weil ich jetzt ein bisschen sehr trigger-happy beim Klicken war. Nein, du musst nicht zur Verwendung freigeben, aber wir machen Feierabend in der Hoffnung, dass wir auf ein Plus kommen. Ja, Gott sei Dank, so gerade eben. Uhu! Was hast du gerade eben? 500.000. Aber Sunshine Airways hat anscheinend wieder in Werbung investiert. Das gefällt mir gar nicht. Und eine Bombe im Büro. Na, wenn das nicht mal das grandiose Ende eines Videos ist, was ganz okay war. Nein, das Video war fantastisch natürlich, aber der Erfolg hier im Spiel, der war noch nicht ganz so, wie ich es wollte. Ihr Lieben, wir machen einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wie immer wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, Sikowski.